Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder auf unserem Kanal. Immer das Gleiche. Wieder mit der wunderbaren Isabelle, die noch uns noch ein bisschen erhalten bleibt bis zum Ende ihres Bundesfreiwilligendienstes, der leider bald vorbei ist. Wir beide haben nämlich lange vor, euch diese Truhe mal zu zeigen, die dies Jahr gar nicht so richtig zum Einsatz kam, weil sie nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Ja, stimmt. Aber wir wollen es euch trotzdem zeigen, denn die ist ganz toll geworden. Das ist einfach eine alte Truhe, die ich irgendwie mal, die wir mal irgendwann als Sitztruhe umbauen wollten. Ja, hat dann nicht geklappt. Und dann haben wir auch festgestellt, dass sie einfach schon zu durch dafür war. Und dann hatte ich mit Isabel die Idee, weil sie bei ihrem Bundesfreiwilligendienst ja in einem, auf einem Campingplatz wohnt, mit einem kleinen süßen Wohnwagen. Sie musste irgendwo mit ihrem ganzen Biomüll hin. Kurzerhand haben wir eine Wurmwanderkiste gebaut, die nicht mehr so richtig zum Einsatz kam. Aber beim nächsten Bundesfreiwilligendienst vielleicht. Genau, klappen wir mal auf das gute Stück. Obwohl, stopp, wir kurz noch. Du hast ja gestrichen. Genau, ja. Zweimal? Zweimal, ja. Zweimal, ne? Mhm. Wenn ihr euch eine wetterbeständige Farbe haben machen wollt, selber günstig machen wollt, weil das ist jetzt hier teils selbst gemacht, teils gekauft, eine Mischung, habe ich zusammengekippt. Diesen Farbton zum Beispiel kriegt ihr hin, indem ihr einfach Leinölfirnis nehmt. Das kostet im Baumarkt relativ wenig. Ein bisschen Balsam-Terpentinöl rein, kriegt ihr auch im Baumarkt, damit es besser trocknet. Und dann Eisenoxid, das macht hier diese rote Farbe. Und das Eisenoxid hemmt den Schimmel, dass die Farbe nicht irgendwann später anpilzt, wenn es draußen feucht ist. Und so habt ihr einen wetterbeständigen Lack, der ja sehr, sehr lange hält und vor allem gut ins Holz eindringt. Deswegen haben wir die gestrichen, damit die schön hält. Jetzt machen wir mal auf, gucken uns das Ganze mal an. Denn diese Wurmwanderkiste heißt Wurmwanderkiste, weil wir hier natürlich dann das ganze Gemüse reinhauen. Und Isi hat hier in der Mitte so ein Gitter gemacht, damit, wenn das hier voll ist, also wir kommen dann nochmal dazu, was man da am besten reintut, damit das auch funktioniert, die Würmer dann rüber wandern können. Also die können dann hier schön arbeiten, wenn es hier voll ist, und man kann direkt daneben wieder anfangen, weiter zu kompostieren, wenn die Küchenabfälle hier voll drin sind. Und normalerweise haben diese Wurmwanderkisten unten immer noch eine Wanne für den Wurmtee. Da die aber ja in der Regel draußen stehen soll, haben wir die einfach nur innen auch ein bisschen lackiert. Ja. Und da ist eh unten ein Riss drin, das heißt überschüssige Flüssigkeit. Da kommen wir aber gleich noch zu, kann einfach nach unten raustropfen. Und die wird jetzt vielleicht nicht ewig halten, diese Truhe. Im Zweifel muss man halt den Boden irgendwann mal neu machen, wenn er durchfault. Die hat halt unten noch Füße drunter, so Abstands... Also unten drunter einfach Kanthölzer geschraubt, dass die nicht direkt auf dem Boden steht. Genau, aber wenn durch den Kompostsaft unten der Boden sich irgendwann mal auflöst, dann könnten wir vielleicht die noch retten, indem wir einfach neuen Boden drunter schrauben. Ja, und das ist dann so, man befüllt die mit quasi einer Grundkulturwürmer. Die kriegt man zum Beispiel bei wurmwelten.de, ist jetzt keine Werbung, aber ich kenne keine bessere Bezugsquelle im Moment. Gibt bestimmt auch andere, oder im Angelbedarf. Es geht um diese Mistwürmer, ich weiß gar nicht, wie die lateinisch heißen, die haben den Vorteil, findet ihr auf wurmwelten.de, wie gesagt, die haben den Vorteil, die sind umsatzfreudiger, die sind auch agiler und die machen einfach mehr, die haben wir auch in unserem Wurmhotel. Genau, und dann könnt ihr hier eure Küchenreste rein, es sollte halt möglichst alles frisch rein, nicht schimmelig. Und ganz wichtig, Würmer lieben Faserstoffe, das können sein, vor allen Dingen klein gerissene Pappen, bisschen vorher eingeweicht, dass die nicht ganz trocken sind. Und Kokosfaser oder auch alte Klamotten, die brauchen ein bisschen länger allerdings Baumwolle, bis die umgesetzt ist, aber auch das essen die Würmer. Also Grundregel ist eigentlich alles, was man gelebt hat. Ja, und dann außer kann, Zwiebeln, ne? Außer Zwiebeln, Ding, ja. Genau. Zwiebeln können sie nicht so leiden. Die Zwiebelsäfte, damit kann man auch eine gute Wurmkur machen, auch im Körper. mit Knoblauch. Also vielleicht Pferdebesitzer kennen das, Möhren, Zwiebeln. Möhren, Knoblauch und Kräuter als Wurmkur. Möhren deswegen auch nicht rein, oder was? Doch, aber das, die Möhren, die machen das, die raspeln die, damit es durchdrückt, also das im Darm quasi einmal durchstreicht. Genau, und ja, wir haben jetzt zur Konstruktion noch ein bisschen. Wir haben hier oben Luftlöcher gemacht, einfach mit einem Forstnerbohrer, oder mit einem Schlangenbohrer, ist egal, jedenfalls hier schön Luftlöcher, und dann
Fliegengitter davor getackert, dass da jetzt, ich sag mal, jetzt nicht irgendwelche großen Fliegen oder Käfer da reingehen, sondern maximal irgendwie Fruchtfliegen, die kommen immer irgendwie rein, das kannst du nicht verhindern. Ja, und das ist so eigentlich schon das ganze Geheimnis hier, die Leisten, damit man das Gitter schön in die Mitte reinmachen kann. Irgendein altes Gitter, das ist jetzt von einem alten Liegestuhl, irgendwas, was man halt irgendwo auf dem Schrott findet. Genau, und es ist dafür da, dass dann die Würmer auch von der einen Seite zur anderen. Genau, genau. Ja, ja. Und wenn man jetzt beispielsweise, wenn jetzt beide Kammern voll sind, da hat man jetzt quasi, da ist frisch voll, dann ist das hier schon wieder so umgesetzt in der Regel, dass man das hier einfach rausnehmen kann, die Erde. Und die Würmer dann hierhin umziehen. Und die ziehen dann um, oder die sind genau. Vorher schon umgezogen, weil ja, wenn weil die Erde hier, genau, wenn die Erde hier fertig ist, gehen die raus ins, wo noch viel Nährstoffe sind, und dann hat man hier fertigen Kompost, sind zwei, drei Würmer vielleicht nochmal mit drinne. Im Zweifel tut man sie wieder rüber oder sie kommen halt einfach mit in den Pflanztopf oder in den Gartenboden und produzieren da weiter lustig Erde. Ja, das ist die sogenannte Wurmwanderkiste. Ja, simples Prinzip, mit dem man auf der Terrasse vielleicht, also drinnen könnte man es, wenn man die sehr gut steuert, könnte man die auch drinnen stehen haben, weil die eigentlich nicht riecht. Ist ja eigentlich. Das Problem ist immer nur mit dem bisschen mit den Fruchtfliegen. Also man darf da am besten, wenn man die drinne benutzt, das kann man durchaus auch. Dann vielleicht noch eine Saftwanne drunter. Das heißt hier irgendwie eine Folie rein und einen Ablauf und dann irgendwo die Flüssigkeit auffangen, dass man die auffängt, wenn man sich sowas selber baut. Dann kann man das auch machen, aber dann sollte man keine Früchte reintun. Also nur Gemüse. Vielleicht mal ein bisschen Grasschnitt und vor allen Dingen viel Fasern, weil die Würmer dann super klarkommen, also mit viel Pappe, kleinen, unbedruckte, klein geschredderte Pappe, einfach durch so einen Aktenschredder jagen. Es gibt perfekt. Ja auch so Hanfplatten extra. Ja, die gibt es auch zum Abdecken. Genau, ja. Also die Würmer lieben das auch, wenn man das oben abdeckt, zum Beispiel mit einem alten Baumwollhandtuch oder einer Hanfmatte, genau, oder alten T-Shirt oder was auch immer, das wird auch irgendwann mit kompostiert. Ja, und dann kann man das auch drinnen probieren. Allerdings muss ich dazu sagen, das Fruchtfliegen frei zu halten ist nicht so einfach, aber dadurch, dass sie sehr groß ist, könnte das besser funktionieren. Und da kann man sich rantasten, sonst stellt man es halt, wie wir haben es halt im Heizungskeller, aber in unserem Wohnhotel, das stört es nicht. Aber im Wohnraum mit den Fruchtfliegen könnte das schwierig werden, aber das kriegt man auch gut reguliert. Da kann man einfach dann auch hier auf die leere Seite oder daneben einfach auch ein Essigglas stellen, dann haben die Fruchtfliegen auch nicht so die Chance, sich da riesig zu vermehren. Ja. Das war's. Ja. Eigenbau. Klappe Eigen zu. Umbau. Klappe zu, Wurm am Leben. Ja. Irgendwann dann. Ja. Achso, hast du schon aus? Nee. Holzkohle-Einstreu. Da kann man direkt noch, wenn ihr jetzt da drin schichtet, kann man auch Terra Preta-Einstreu direkt mit einstreuen. Dann habt ihr am Ende quasi direkt einen Wurmkompost, der Terra Preta ist. Und das ist sogar gut, weil die antibakterielle Kohle Fäulnisprozesse da drin verhindert, also auch zur Steuerung vom Wurmhotel. Ganz wichtige Geschichte. Aber das reicht, wenn ihr ganz viel Infos haben wollt, wie das geht auch, wie man das steuern kann und wenn mal Fruchtfliegen, also alles ausführlich erklärt auf wurmwelten.de. Wie gesagt, keine Werbung, aber da ist es halt erklärt. Ich bin kein Experte. Schaut da.